Hallo, grüß euch. Heute gibt es wieder ganz ein einfaches Kartoffelgericht. Das kann ich nicht abstreiten, dass ich einfach Kartoffeln total gern mag. Und zwar habe ich da circa ein Kilo Kartoffel, das ist aber sicher für 3-4 Personen. Und die habe ich jetzt einfach durch die Reibe gerieben, dass einfach ein bisschen grob sein, so wie die Rösti. Die tun wir jetzt salzen. Kartoffeln können ja relativ viel Salz ab, das wisst ihr. Dann tun wir sie Pfeffer. Das tun wir auf der einen Seite auch noch, wenn sie drinnen sind, gell? Weil sonst geht das nicht durch. Dann ein Muskat. Hier war einmal so Stückchen. Frische Kapfen. Dann mal ein bisschen verteilen. Dann habe ich da drinnen ein Öl-Butter-Gemisch. Das muss jetzt heiß werden. Da tun wir die wie ein Rösti eindrucken, richtig schön, und lassen es 15 Minuten auf mittlerer Flamme einfach dahin brateln. Dann inzwischen schalte ich das Backerl ein auf 200 Grad Umluft, Heißluft, und da lassen wir es nochmal. Dann tun wir Löcher reinmachen mit einem Löffel, tun Spiegeleier rein, also Eier, und tun es 10 Minuten ins Backerl bei 200 Grad. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt, und sonst sechs Säge, wie man das macht. Tun wir das da rein. Das da fest reindrucken. Das sollte nicht sein. Aber was passiert? Passt auf, dass ihr euch nicht verbrennt. Und dann stellen wir das jetzt mit einem Löffel und schalten gleich auf mittlere Hitze zurück. Mittlere Hitze ist bei mir so 5, 4,5, 5. Und das drucken wir jetzt schön rein, dass es dann wie ein Rösti ist. Und wenn es unten schön anpackt ist, nach 15 Minuten tun wir einfach mit dem Löffel so Ding reinmachen, und da tun wir Eier reinschlagen und tun sie ins Backerl. Und das schmeckt einfach richtig, richtig gut. So, ich lasse das jetzt 15 Minuten ungefähr. Ich schaue natürlich, dass das ja nicht zu dunkel wird. Aber das sage ich euch noch, wenn es weniger ist. Normal das letzte Mal 15 Minuten. Ich habe da einen gemischten Salat dazu. Einfach einen grünen Salat, Tomaten, Radieschen, Frühlingszwiebel und Paprika. Das mögen wir so am liebsten. Und Kartoffeln. Und mehr brauche ich eigentlich nicht. Und das geht relativ schnell. Die Kartoffel könnt ihr am Abend kochen, aber nicht ganz durchkochen, sondern ungefähr 20, 25 Minuten. Es kommt auf die Größe drauf an. Wenn ihr große Kartoffeln habt, dann müsst ihr schon 25 Minuten kochen, dass sie nicht ganz durch sind. Weil dann reibt es sich natürlich leichter aber, wenn sie nicht so ganz wach sind. Also, ich bin in 15 Minuten wieder bei euch und dann machen wir weiter, gell? So, meine Lieben, jetzt war das eine Viertelstunde, das bewegt sich. Ich tue bitte den, bevor ich es ins Backerl tue, tut es den Stiel, tut es eine Folie drüber. Ich weiß nie, ist es hitzebeständig oder nicht, deshalb tue ich das. Jetzt tun wir da so Löcher reindrucken. Und da tun wir die Eier rein. Und dann tun wir sie 10 Minuten ins Backerl. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Ich tue die jetzt noch salzen und pfeffern.
einfacher, dass sie auch die Eier drin. Und so tun wir das jetzt ungefähr 10 Minuten bei 200 Grad Heißluft ins Backerl. Und wenn das fertig ist, dann bin ich wieder bei euch, dann zeige ich es euch. Gell? Bitte, wenn es das rausdut aus dem Backerl, vergesst nicht die Handschuhe, weil sonst verbrennt es euch sauber die Hände. Schaut super schön aus. Ist das nicht appetitlich und schön? Super. Ich tue jetzt da noch ein bisschen Schnittlauch auf, weil es einfach schön ist. Mach ein Foto und stell es ins Netz. Macht es das einmal, das ist richtig gut und fein zum Kochen, weil es nicht viel zu tun ist. Und ich sage wieder mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Pfiat euch!